Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bevor es losgeht, ist mir eine kleine Sache aufgefallen, die ich jetzt erst herausgefunden habe. Und zwar, wenn man weit weg zu Rosalinas Observatorium geht, hat man alles im Überblick. Ja, gut zu wissen. Und auch möchte ich mal gerne erfahren, wann man mal den rechten Teil irgendwie freischalten kann, weil der ist komplett dunkel. Vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit. Und wir werden jetzt doch mal nicht zum Badezimmer gehen, sondern zur Terrasse. Weil wir können ja mit dem schwarzen Luma hier, können wir dann die Karte aufrufen. Und dann, wenn die Fernbedienung vielleicht mal Bock hätte, mal was anzuzeigen. Irgendwie halt auch nicht. Aber egal. Hier ist so ein Sternenkomet, ein Schattenkomet. Und da gehen wir auf jeden Fall hin. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal war mit diesem Schattenkomet da oder so. Ich werde am besten da nochmal gleich nachschauen. Was ist jetzt hier los? Warum will es hier die Wii-Fernbedienung jetzt nicht? Oder die Sensorleiste? Was soll der Scheiß jetzt hier? Ich glaube, bis ich das Problem gehoben habe, werde ich an der Stelle cutten. Also, bis gleich. Okay, ich denke mal, ich habe das Problem mehr oder weniger gelöst, weil ich musste meine Wii-Sensorleiste so anpassen, dass es mehr oder weniger schon etwas funktioniert, weil ich das mit zwei Klebestreifen unbedingt an... Naja, ich muss halt... Ich muss das halt komisch befestigen, meine Fresse. So, egal, wir machen jetzt weiter hier. So, Schattenkomet. Wegen der kleinen Sache bin ich jetzt wieder etwas angepisst dadurch, egal. Trotzdem habe ich es gecuttet, wenn ich es nicht vergesse, aber ich denke mal schon. So, was hat das doch mal mit dem Schattenkomet auf sich? Im Anflug auf Schattenkomet. Hurra. Überhol den Schatten. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Vielleicht mein Mikrofon vielleicht etwas näher hin oder so, damit man mich besser versteht. Aber okay, gut, egal. So. Jetzt bin ich gespannt, weil ich gerade nicht so die Ahnung habe. Oh nein. Nicht Schatten Mario. Den kennt man doch schon aus Mario 3D Land. Also kam der hier wo auch schon vorher vor. Lol. Jetzt wird das hier so ein Speedrun oder was? Ja, und dann... Oh mein Gott, war das dumm. Und dann... Ich laufe einfach mal. Bis jetzt bin ich einfach nur den Schatten Mario so mehr oder weniger gefolgt. Deswegen denke ich mal, dass es jetzt sehr gut aussieht, wie ich auch lang gehe. Nein! Ah, komm, mach weiter. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Scheint aber nicht so schwer zu sein, würde ich jetzt mal behaupten, fürs Erste. Also es ist einfach nur wie so eine Art Speedrun. Okay, den Stern habe ich auf jeden Fall safe bekommen. Ja, wäre der Schattenmario schneller gewesen, hätten wir das jetzt wahrscheinlich von vorne anfangen müssen. Aber da ich das im First Try geschaffen habe... Ja, zum Glück. Und wir haben gerade momentan 18 Sterne. Neue Galaxie entdeckt. Nochmal. Schon wieder. Wir schalten erstmal das komplette Badezimmer frei, so. Okay. Jo, speichern werden wir auf jeden Fall. Und? Ah, nee, es war ja die Terrasse gewesen. Aber sonst war jetzt nichts, ne? Irgendwas anderes Neues für so, was ich eventuell wissen müsste. Nö. Nö. Dann können wir ja im Badezimmer weitermachen, ne? Weil denn da haben wir sowieso alles freigeschalten von den Galaxien her, oder? Müssten wir sogar eigentlich haben. Aber wir haben ja die Zeit. Ach ja, hier ist wieder so ein Luma. Oh Mann. Wie viel willst du diesmal? Ah nee, warte mal. Hatte ich denen nicht schon was gegeben? Ah nee. Oder? 400. 500. Ja, okay, dann schluck mal schön, ne?
Die ganze Arbeit für umsonst, ey. Oh. So, Rauhaus. Nee, hau raus. So. Wieder eine einzelne Galaxie, wo man nur einen Stern aufsammelt und das war's auch schon. Okay, ich glaube, da gehen wir jetzt auch schon mal direkt hin. Das machen wir jetzt auch. Weil ich will wissen, was es ist. Was Kokon Asteroidengalaxie. Fliege mit Klebekokons. Okay. Hä? Hä, die sieht ja fast genauso aus wie diese. Wie ist sie nochmal? Sternstaubgalaxie? Beim letzten Mal auf jeden Fall. Ich weiß es gerade nicht, weil es wird ein bisschen lange her ist. Von der Aufnahme her. Oh, ich glaube, da stelle ich mir etwas kompliziert vor, wie es hier schon aussieht. Ich glaube, ich werde sowas von failen. Ach du Scheiße. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts, oder? Ich will hier jeden Stern hier aufsammeln, den ich hier finde. Habe ich jetzt erstmal nichts, okay. Die Münze gönne ich mir mal trotzdem. Oh, ich glaube, das wird richtig schwer. Das wird richtig, richtig schwer. Erstmal zur nächsten Klette, nenne ich es mal. Erstmal gönne ich mir mal das One-Up, wenn ich es hinkriege. Hä? Ich hätte gedacht, ich werde da abgeprallt. War es auch so? Und dann werde ich wieder zurück verfrachtet. Hä? What the fuck? Nee, noch nicht. Nein! Es fängt wieder gut an. Und ich habe noch 3 Leben. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hier Game Over gehen. Sowas von. Häng nicht da dran! Was ist denn das für ein Scheiß? Ich werd Game Over gehen. Ich werd Game Over gehen. Ich habe ja nur noch 2. Ich glaube nicht, dass das 0 die hier mitzählt, wie bei in alten Games. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist ja totaler Rotz. Jetzt muss ich ein bisschen konzentriert bleiben. Wie kriege ich denn das da hin? Ah ne, wobei, ich habe mich dumm angestellt. Ist doch voll easy. So. Einfach nur. Das ist bis jetzt die größte Scheiße, die ich hier miterlebt habe. Und wir sind gerade mal bei Part 10. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Also ich dachte schon. Das ist der größte Rotz bis jetzt, ey. Aber es war klar, ich habe so krass predicted, ey. War sowieso arschklar. Oh, ich stimme erstmal hier die Haufen. Okay, gut. Dass hier so viele dabei sind, dass mir wenigstens hier. Muss ich eigentlich hier auch übelst aufpassen. Das ist eigentlich auch übelst scheiße. Was ist denn das für eine Rotze? Wie soll man das schaffen, wenn man das abbekommen will? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist bis jetzt wirklich der größte Rotz. Ohne Witz jetzt. Da fehlen mir echt die Worte. Wobei, man hätte es auch eigentlich sogar auch noch einfacher machen können, ne? Einfach so dran und fertig, ne? Da bekommt man auch das ab. Mann, bin ich schlau, ey. Ey. Nee.
Und ich habe sogar 5 Ups. Okay, die kleine Passage hier ist jetzt etwas scheiße, ne? Ja, vorbei. Ach du Kacke. Alter, ist das asozial mit diesen Stacheln? Ah nee, das sind alles Sterne. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, wenn das jetzt alles Stacheln gewesen wäre. Ach du Kacke. Geh da dran. Geh da dran, sterb ja nicht. Ist das nur für begrenzte Zeit? Ja, es ist für begrenzte Zeit. Alter! Huhuhuhu! Aber hier ein bisschen vorsichtiger, ey. Bleib da dran. Ich will mir die Sterne gönnen, aber ich habe jetzt noch ein paar Ups, also geht doch nicht Game Over. Yay! Doch nochmal Schwein gehabt. Irgendwie vielleicht. Schön ruhig bleiben. Einfach konzentrieren. Was ist denn das für ein Scheißdreck, Mann? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ey, diese Sterne sind der größte Scheißdreck. Also, diese blauen da, wo man sich immer so zur jeweiligen Stelle immer da hinlässt. Ach, wie auch immer, ihr checkt das schon, was ich meine. Machen wir es halt ganz vorsichtiger. Alter, ich krieg's Kotzen. Machen wir es halt ganz vorsichtiger, wenn es halt unbedingt sein muss. Kannst du dir irgendwie auch das One-Up holen? Na gut, dann halt nicht. Bleib da. Immer nochmal die Sterne gönnen. Richtigen Timing auch noch, ne? Okay. Man muss halt ganz vorsichtiger, wie ich es manchmal mache. So, hier zur Klette hin. Ey, das ist bis jetzt die beschissenste Passage überhaupt. Oder die Galaxie. Hey, warum? 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 Was ist das für ein Scheißdreck? Ich will überhaupt nicht mehr, ne? Ey, das ist zum Kotzen. Wie willst du das mit einem Durchlauf schaffen? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Warum? Warum? Was? Das ist der größte Scheiß überhaupt. Ja, ich. Oh, diesmal gehe ich Game Over. Toll, finde ich cool. Find ich cool. Ja, wie soll ich dann zur Münze hier rankommen, bitteschön? Jetzt kann ich ja gar nicht mal hier. Ich pack's nicht zur Münze. Ich pack's noch nicht mal bis zur Münze. Soll ich denn das machen? Wie soll ich das bitte schon machen? Ne, warte mal. Ne, wobei, das geht schon. Okay. Ach du Scheiße. Ja, lass mich doch bitte da wieder dahin, wenn der. Hallo? Ne, ich muss ja wieder den anderen Stern greifen. Andere Kameraperspektive gibt's nicht, oder was? Oh, das ist so ein Rotz. Aber dank diesen Sternen weiß ich ungefähr, wie ich das genau lenken muss. Um nicht zu failen. Hoffentlich. Alter, meine Fresse. Das ist krank. Es ist doch nur das bisschen. Das ist doch übelster Betrug, Mann. Was ist denn das für ein Drecksspiel? Ja, jetzt darf ich mir die Kacke nochmal holen.
Genau. Ah, nee, ich dachte schon. Das ist der größte Rotz. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist mir gerade sowas von egal. Na, wenigstens kann ich mir hier immer die Sterne krallen, damit ich ja nicht Game Over gehe oder so wenigstens. Soll ich denn da durchgehen? Weil das hier hinten nervt übelst. Komm, es ist jetzt nur noch das bisschen, das muss jetzt geschafft werden. Ja! Ja, danke! Oh, scheiße, Mann. Ey. Nee. Das macht mich schon wieder körperlich fertig. Und seelisch. Alter. Zum Glück. Auf jeden Fall. Nee. In diesem Part, was ich zwar jetzt gebracht habe, es war der größte Rotz, aber dabei belasse ich's. Dabei belasse ich's jetzt einfach. Oh, scheiße. Tut mir zwar leid, aber beim nächsten Part, wenn ich's gebacken kriege, machen wir mehr. So, wieder 2 Sterne war immer so das Ziel, ein bisschen mehr zu schaffen. Aber ja, gut. Will ich sagen, zwar ein kürzerer Part diesmal, aber trotzdem gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Und auch um keine Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.